Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Ich wünsche euch ein ganz frohes neues Jahr 2021. Ich hoffe, ihr habt alle ganz ruhig und entspannt gefeiert, seid auch ja, gesund und munter. Ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2021. Ansonsten, heute gibt es ja mal wieder eine Konferenz. Es gibt kein Freitagabendspiel. Was ich dazu sagen muss, es gab bei der Videokonvertierung ein kleines Problem, weswegen die Samstagnachmittagsspiele, ich weiß nicht, warum es jetzt ausgerechnet die 5 sind, nur in 720p zu sehen gibt. Also da müsst ihr vielleicht mal mit einem ja, zugedrückten Auge das Ganze angehen. Aber die anderen Spiele vom Samstagabend und vom Sonntagnachmittag sind in Full-HD-Qualität. Ja, auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Reinschalten. Jetzt geht's los mit der Konferenz. Ansonsten Timelinks und Kapitelmarken, die werdet ihr finden. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 2.1. Der 14. Spieltag der Bundesliga steht an. Wir befinden uns also noch im Endspurt der Hinrunde. Hier ist die Sinsheimer Pre-Zero Arena Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Manche möchten es als Derby bezeichnen, die Freiburger eher nicht. Und jetzt schauen wir woanders vorbei, und zwar in Bielefeld. In Bielefeld ist Borussia Mönchengladbach zu Gast. Bielefeld verschaffte sich ja vor Weihnachten eine wunderbare Ausgangslage. Dadurch, dass man gegen den FC Schalke 04 gewinnen konnte, hat man sich da durchaus Luft verschafft. 4 vor Mainz 05, also 4 Punkte Vorsprung auf Mainz 05. Gladbach mit der Gesamtsituation in der Bundesliga zumindest unzufrieden. Da haben sie jetzt hier einiges wieder nachzuholen. Hier in Werder Bremen im Weserstadion in Bremen hat eigentlich so richtig nachzuholen keine Mannschaft was. Der SV Werder Bremen eventuell, aber da war es von vornherein klar, dass es in dieser Saison darum geht, so früh wie möglich sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Bei Union Berlin sieht es ganz anders aus. Da ist man momentan Tabellensechster. Es ist richtig gut, was Eisern Union spielt. Der SV Werder Bremen hat aber zuletzt auch gewinnen können und möchte daran anschließen. Da haben wir Partie 4 von 5 in dieser Samstagskonferenz. Der erste FC Köln empfängt den FC Augsburg. Augsburg komplett im Tabellenmittelfeld. Klar, man muss immer aufpassen, nicht da unten reinzurutschen. Aber sie wirken trotz auch vieler Niederlagen zu stabil im Prinzip, um da unten ganz tief reinzurutschen. Der erste FC Köln scheint sich auch zu stabilisieren, hat aber punktetechnisch auch noch durchaus einiges nachzuholen. So, dann machen wir das Ganze komplett in Frankfurt. Die Eintracht hat Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Zuletzt konnte Frankfurt tatsächlich mal wieder gewinnen. Gegen den FC Augsburg sicherte man sich einen Dreier. Bayer 04 Leverkusen musste sich das erste Mal geschlagen geben in dieser Saison gegen Bayern in der 93. Minute. Das tut sicherlich noch weh und da wollen sie heute auch wieder Gutmachung ein Stück weit betreiben. Starten wir jetzt in Hoffenheim. Das machen wir hier in Sinsheim. Wie gesagt, der SC Freiburg zu Gast. Ishak Belfodil schreitet zum Anstoßpunkt und wird diese Partie und damit auch die Samstagskonferenz, die erste im Jahr 2021, eröffnen. So ist es. Hoffenheim von links nach rechts im ersten Durchgang in den blauen Trikots. Hoffenheim immerhin auch im DFB-Pokal mit einer äußerst unbefriedigenden Leistung. Jetzt hat man hier in der Bundesliga also viel zu tun. Man möchte ja bestenfalls zumindest in die erste Tabellenhälfte rutschen. Da Tor ist noch in Frankfurt für vonnöten und jetzt haben wir den ersten Treffer in der Konferenz. Den haben wir hier in Frankfurt, ein ganz frühes Tor. Djibril Sow mit dem 1:0 für die Gastgeber. Das hat wirklich nicht lange gedauert. Bayer 04 Leverkusen in der Defensive noch indisponiert. Sodass Djibril Sow gegen Baumgartlinger sich durchsetzen kann und abschließt. Erfolgreich vorbei an Lukas Radetzky, der Ex-Frankfurter, der hier
ganz früh in der Partie schon hinter sich greifen muss, noch ohne Ballkontakt zu diesem Zeitpunkt, hat sich dann auf dem Papier auch nicht dadurch geändert, dass er eben den Ball rausholen musste und zum Anstoßpunkt gefeuert hat. 1:0 hier, eine ganz frühe Führung, sehr wichtig für Frankfurt, immer in Führung zu gehen und nicht ständig auch in Rückstand zu geraten. Das ist für Bayer 04 Leverkusen jetzt die nächste Härteprüfung, denn hier in Frankfurt ist es äußerst schwer, Punkte mitzunehmen. Tor in Sinsheim. Und den nächsten Treffer nehmen wir in Sinsheim mit. 1:0 für Hoffenheim, auch hier die relativ frühe Führung für die Gastgeber. Ishak Belfodil in der 9. Spielminute schlägt dazu. Aus knapp 9 Metern bleibt er dann vor Florian Müller. Ganz überlegt, souverän und feuert den unten rechts rein. Damit 2 Treffer in der Konferenz, geht doch sehr gut los. Nachziehen wollen wir dann in Bielefeld auf der Alm, wo Borussia Mönchengladbach zu Gast ist. Und Bielefeld kommt. Die sind hier durchaus selbstbewusst. Das können sie nach dem letzten Sieg eben auch sein. Fabian Klos, er hatte den goldenen Treffer erzielt. Und jetzt kommen sie hier mit so einem schönen Abschluss. Nicht an den Pfosten, ans Gestänge der Netzhalterung. Trotzdem, das sah schon gefährlich aus. Und wirklich viel hat da tatsächlich auch nicht gefehlt. Borussia Mönchengladbach muss wirklich aufpassen, nicht zu weit den Anschluss vor allem an die Champions-League-Plätze zu verlieren. Das sind mittlerweile auch schon 6 Punkte, die man da Rückstand hat auf den 4. VfL Wolfsburg. Klar, da würde ein Punkt sie erstmal dicht daran bringen, aber so richtig zufrieden wäre man damit natürlich nicht. Hier in Bielefeld ist ein Sieg für Gladbach Pflicht, wenn man die europäischen Ränge, vor allem Champions-League, eben anvisiert. Und Gladbach kommt mit Breel Embolo, der zieht in den Strafraum ein, aber kommt nicht so richtig in die Abschlusssituation. Und dann dreht er sich da doch um und seinen Gegenspieler, 15. Minute, Pieper, der da nicht ganz so gut aussieht. Stefan Ortega greift ein, tolle Parade, erste Chance, erste richtig dicke Chance für Gladbach hier. Wir gehen weiter. Sind in Bremen, hier gab es noch keine Tormöglichkeit. Der SV Werder Bremen traut sich nicht so viel zu und Union Berlin hat seine Mühe, damit umzugehen. Jetzt vielleicht mal mit einem Gegenstoß gefährlich. Prömel weiter Ball zu Marius Bülter. Und er setzt sich da sehr gut durch. Marius Bülter! So kann's gehen. 19. Minute, da wagt sich Bremen einmal nach vorne und das wird direkt bestraft. Stark, wie sich hier Bülter den Ball selbst noch einmal vorlegt, da vorbeizieht am Gegenspieler. Christian Groß ist es, der da nicht hinterherkommt. Und damit die Führung für die Gäste. Marius Bülter erzielt den Treffer. 19 Minuten hier von der Uhr. Druck jetzt auf Seiten des SV Werder Bremen. Wir wollen weitergehen und geben ab ins Rheinenergiestadion. Köln in Weiß kommt über Dominik Drexler, wird dann aber abgewehrt, bekommt den Ball dann nochmal serviert, aber Gikiewicz schmeißt sich auf den Ball und damit eher weniger groß. Diese Gefahr ist auch hier noch nicht der Renner, diese Partie. Der erste FC Köln holte sich einen Achtungserfolg gegen RB Leipzig beim 0:0 in der Red Bull Arena, jetzt für den gemeinen Geißbock-Fan hier gegen den FC Augsburg. Eine Aufgabe, Tor in der Frankfurt. Man gerne wieder 3 Punkte mitnehmen möchte. Und jetzt der nächste Treffer in Frankfurt. Das ist der Ausgleich. Leon Bailey mit dem 1:1. Aber das war ein ganz krummes Ding im Endeffekt, aber auch in der Entstehung. Da kommt Kevin Trapp unnötigerweise raus. Sinkgraven kratzt ihn noch von der Linie und in der Mitte setzt sich dann Bailey gegen Hasebe durch. David Abraham nach Gelb-Rot-Sperre wieder zurück. Macht ja noch 2 Spiele. Grätscht hier am Ball vorbei. Kommt zu spät, aber ihm ist da natürlich kein Vorwurf zu machen. 1:1. Etwas glücklich hier. Das Ding sah auch fast ein bisschen so aus, als wäre es ein Eigentor von Martin Hinteregger gewesen. Aber es wird erstmal für Bailey gewertet und dem schließen wir uns dann auch an. 1:1, also Leverkusen etwas mehr als eine Viertelstunde gebraucht, den Rückschlag hier
erstmal wieder auszugleichen. Wir sind also wieder bei 0, sehen hier durchaus eine gute Partie, in der zwei Mannschaften versuchen auch Fußball zu spielen. Das gelingt auch weitestgehend. Und Leverkusen kommt schon wieder über die rechte Seite. Bailey, jetzt dribbelt er sich da etwas fest. Die Anspielstationen sind durchaus da. Dragovic dauert alles zu lang. Wir geben nochmal nach Bielefeld. Und da kommt schon wieder Bielefeld mit Fabian Klos quergelegt, aber das war schlecht gemacht. Muss er vielleicht selber schießen. Nochmal Gebauer, Klos. Und Jan Sommer muss eingreifen. 29. Minute. Die Fahne blieb unten, also der Treffer hätte wohl gezählt und das ist eine ganz starke Parade von Sommer. Der Ball vielleicht auch sonst an den Pfosten geprallt, aber wichtig, dass der Schweizer da rangeht. Nach einer knappen halben Stunde ist das hier ein 0 zu 0, auch der besseren Sorte. Man hat auf beiden Seiten einige Möglichkeiten zu verzeichnen. Auch eine tolle Parade von Ortega hatten wir ja schon gesehen. Und jetzt abermals Jan Sommer. Cordova weiß nicht so ganz, was er mit dieser Ecke anfangen soll, macht es dann aber gut. Sergio Cordova. Ball zu Doan. Aufpassen, nicht ins Abseits laufen. Cordova vielleicht mal den Abschluss suchen. Marcel Hartl, das ist dann sträflich. Und es geht in die andere Richtung. Brelembolo. Florian Neuhaus. Embolo wird geschickt. Die Fahne bleibt unten. Und jetzt geht die Fahne doch hoch. Abseitsposition. Aber so groß kann es nicht gewesen sein. Oben noch. Ja, das ist wirklich haarscharf. Eine Fußspitze im Abseits. Und jetzt nach Bremen. Der SVW hat hier durchaus dran zu knabbern. Es ist mittlerweile so, dass Union Berlin gar nicht mehr so viel versucht mit dieser Führung. Ein bisschen zurückgeschaltet hat, war ja jetzt mal ein Tor zur Abwechslung nicht nach Standardsituationen. Aber die will Bremen weitestgehend auch vermeiden. Das klappt auch ganz gut. Jetzt hat man selber zumindest mal eine Ecke. Vielleicht vor der Pause hier noch den Ausgleich erzielen. Wäre eine sehr gute Chance, dann das Ganze hier noch komplett umzubiegen, aber momentan würde man sich tatsächlich mit diesem Ausgleich erstmal sehr zufrieden schätzen. Tor in Bielefeld. Tor in Bielefeld ist natürlich wichtiger und das gucken wir uns jetzt an. 0-1. Brelembolo bringt die Fohlenelf in Front. Lässt sich dafür zurecht feiern. Gut durchgespielt. Hier dann toll quergelegt von Stindl, dann ist es auch hier eher eine ganz krumme Nudel gegen die Laufrichtung. Dass das nicht so gedacht war, sieht man wohl auch, aber Stefan Ortega ist ohne Chance. 0-1 hier, wir warten auf den ersten Treffer in Köln. Wo wir aber auch die Torchancen allgemein vermissen. Wo nichts ist, kann ja auch nichts kommen. Sagt man zwar anders, aber hier trifft es leider eher so zu, dass man dieses Wortspiel ummodeln muss, weil hier kann eigentlich momentan nichts kommen. Man kann sich nicht vorstellen, dass hier irgendwas geschieht. Es ist ein Bundesligaspiel des schlechteren Niveaus. Ist dann wohl auch in Ordnung. Der erste FC Köln auch eher dazu in der Lage, immer das Spiel klein zu halten und der FC Augsburg mag es auch nicht so gerne, wenn er das Spiel leiten muss. Es steht 0 zu 0 nach 45 Minuten. Tor in Sinsheim. Absolut korrekte Ergebnis. Und jetzt haben wir noch einen Treffer vor der Pause in Sinsheim. Roland Zalai gleicht aus für den Sportclub aus Freiburg. Ganz knapp vor Toreschluss, vor dem Halbzeitpfiff noch. Der wichtige Treffer für die Elf von Christian Streich. Da schüttelt Oliver Baumann. Aber was soll er machen? Das ist vorher einfach schlecht verteidigt und Roland Salai hat momentan auch einen ganz guten Lauf. Traf gegen Schalke, dann auch gegen die Hertha. Zumindest sehr auffällig dabei gewesen. 45. hier 1:1. Auf den anderen Plätzen ist bereits Halbzeit. Das dürfte dann hier auch geschehen. Salai kann sich noch etwas feiern lassen. Es wird zumindest nochmal angepfiffen, aber das war's dann auch. Also 1:1 hier. Wir schauen gleich in der Halbzeitpause einmal auf die Zwischenergebnisse und freuen uns dann auf hoffentlich weitere spannende zweite 45 Minuten.
Jo, hier habt ihr einmal die Ergebnisse im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten noch einmal vielen Dank fürs Reinschalten. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß und weiter geht's. Wir sind zurück in Sinsheim und schauen uns die Treffer an aus der ersten Hälfte. Hier erst Ishak Belfodil in der 9. Minute mit dem 1-0. Roland Salah in der 45. Minute mit dem Ausgleich. Und da geht es schon gleich weiter. Wird gar nicht lange rumgefackelt, aber dafür sind wir auch hier in der Konferenz, dass was geschieht. Und wir hoffen, dass es hier so weitergeht. Zwei Tore haben wir gesehen. Das ist eben eine ganz gute Statistik. Da gab es ja schon Halbzeiten in der Bundesliga, in der Konferenz, wo es ganz anders aussah. Das ist heute anders. Da wurden wir von verschont. Sessegnon kommt über die linke Seite. Wollen wir noch mal kurz drauf schauen. Flanke ist missglückt und wir geben ab nach Frankfurt. Auch hier haben wir zwei Tore gesehen. Gerecht verteilt, 1:1. Jonathan Tah, der so böse patzte zweimal gegen den FC Bayern München. Und jetzt kommt hier Frankfurt mit Kamada. Auch das wieder ein Fehler im Aufbau bei Leverkusen. Kamada kann den Ball aber nur schlecht Tor in platzieren. Sinsheim. Radetzky hat den Ball und wir geben ab nach Sinsheim. 2:1 Hoffenheim. Andrej Kramaric bringt die TSG erneut in Führung und probiert jetzt hier die bittere Pleite im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth wieder komplett vergessen zu machen. Das schwirrt ja auch noch so im Hinterkopf mit rum, dass es richtig gut mit dem Außenriss dann rein gedreht da ins lange Eck für Florian Müller nicht zu halten. 2:1 hier, 0:1 in Bremen. So sieht's aus. Bremen kommt aber mit Yuya Osako und Sargent. Wo ist die Lücke, die man hier finden kann? Dafür ist dann die Defensive bei Union Berlin aber auch zu gefestigt und zu eingespielt, zu stabil. Die wissen eben auch, der Grundsatz, dass man nach vorne sich so viel wagen kann in dieser Saison, ist auch, dass man da hinten wirklich eine richtige Bank hat. Und das ist einfach der Fall aktuell bei Union Berlin. Auch wenn man im DFB-Pokal am SC Paderborn scheiterte, das war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, um es mal nett auszudrücken. Da hat man sich etwas überraschen lassen nach dem tollen Spiel gegen Dortmund, nach dem Sieg dann den SC Paderborn. Ja, nicht so Tor richtig in Frankfurt. gelegen gewesen. Und jetzt wieder nach Frankfurt. 2:1 Frankfurt. Wie auch in Sinsheim. So hier das 2:1. Die zweite Führung für die gastgebende Mannschaft. Philipp Kostic kriegt hier einen wunderbaren Lupferpass von Dominic Kor. Kostic geht an die 5-Meter-Kante mit dem Vollspann, einmal einen flachen Aufsetzer vorbei an Lukas Radetzky. Und da haben wir auch hier unseren dritten Treffer. Das momentan so die beiden Stadien, wo am meisten abgeht, in Frankfurt und in Sinsheim bzw. in Hoffenheim. Kostic lässt sich feiern, knapp über eine Stunde gespielt. Tor Tor in Nummer Sinsheim. 3 und da ist der nächste Treffer in Sinsheim. Also 3:1, Sagisa Damian. Jetzt kommt's ganz dicke für den SC Freiburg und die Aufgabe, sie steigert sich ins Unermessliche so langsam. Klar, es ist hier noch nicht alles verloren, aber Hoffenheim spielt sich gerade auch fast ein bisschen in einen Rausch. Ähnliche Abschlussposition wie Kostic eben, aber Adamian hat den rechten Fuß hier ausgepackt. Florian Müller zum dritten Mal geschlagen und zum dritten Mal kann man ihm da nicht wirklich etwas vorwerfen. Starke Ansage von Hoffenheim. Vielleicht läuft es jetzt im Jahr 2021 etwas runder. Wie gesagt, Aufgabe für Freiburg jetzt ziemlich groß. Und hier, Riesenchance gerade für Gladbach. Pieper schmeißt sich rein, verhindert das 0:2 und es geht in die Gegenrichtung. Also mit Mittelfeldgeplänkel möchte man sich hier nicht wirklich lange aufhalten. Vor allem Bielefeld will schleunigst den Ausgleich erzielen. Doan, Ritsu Doan, der macht einen sehr guten Eindruck, spielt eine tolle Saison. Fabian Klos kommt nicht durch. Leiner Tor und in Elvedi Frankfurt. lösen es dann
und der vierte Treffer an Frankfurt. Also bitte. 2-2. Patrick Schick in der 67. mit dem erneuten Ausgleich. Frankfurt in der Defensive. Da hapert es. Das ist zu leicht. Chor und Hasebe lassen sich da vorführen. Kevin Trapp von jeglicher Schuld freizusprechen. 2-2 hier. Tore en masse. Tore 0 in Köln. Das hat hier auch nach wie vor seine Berechtigung. Vielleicht jetzt mal Finn Bogason. Aber da sehen wir es auch. Es kommt nicht mal ein Abschluss zustande. Da muss er doch einfach mal schießen in einer Partie, in der wirklich sonst fast gar nichts geht. Muss man diese Möglichkeit ergreifen. Finn Bogason tut es nicht. Der Pass ins Aus. Hector ist gekommen. Auf Seiten der Geißböcke. Aber so richtig den großen Umschwung gab es hier tatsächlich mit dem Seitenwechsel nicht. Es sind mittlerweile wirklich einige Wechsel vonstatten gegangen. Das hat hier aber rein gar nichts geändert. Kein wirklicher Impuls, der hier durchs Spiel geht. Vielleicht jetzt mal Duda steht aber im Abseits. Relativ deutlich. Gut von Augsburg hier die Defensivkette gestellt, aber wir wollen ja eigentlich Tore sehen. Vielleicht gibt es ja in Bremen noch welche. Mittlerweile würde Bremen sicherlich ein Treffer reichen. Also mit dem 1-2-1 würden sie sich dann mehr als zufrieden geben können in einem Duell, in dem es ebenfalls wie in Köln sehr selten mal zu gefährlichen Abschlussmöglichkeiten kommt. Deswegen das 0-1. Auch das folgerichtige Resultat. Union hatte eben diesen einen lichten Moment. Und ansonsten spezialisieren sie sich da auf die Abwehrkette. Und das klappt auch. Da ist der SV Werder Bremen überfordert im eigenen Spiel. Und man kann nicht davon ausgehen, dass Dingchi heute wieder in der letzten Minute einen reinköpft. Aber vielleicht ist es ja auch drin. Da haben wir ihn gerade mal am Ball. Das ist eben das Ding an einem 1-0. Das kann ganz schnell wieder vorbei sein. Aber dessen ist sich ja Union Berlin auch bewusst. Und dementsprechend werden sie die letzten etwas mehr als 5 Minuten auch noch defensiv konzentriert zu Ende spielen. Chong auf Sargent, der steht im Abseits. Also nochmal weg von hier. Vielleicht irgendwo hin, wo es spannender und heißer zugeht. Das ist hier in Bielefeld durchaus der Fall. Hier gab es sehr viele Chancen für Gladbach, aber auch für Bielefeld. Da steht 0-1. Elvedi zu Valentino Lazaro. Kommt aber gegen Prietl nicht durch. Bielefeld kann sich momentan nicht befreien. Gladbach kann damit Kräfte und Minuten sammeln. Cordova nochmal zu Fabian Klos. Ball stark raus. Rizzo Duan zieht in den Strafraum ein. Duan, Cordova an den Pfosten. Erste Minute der Nachspielzeit. Riesensituation, aber dann eine Fußspitze im Abseits. Tor in Frankfurt. Und wir haben noch einen Treffer in Frankfurt. Schnell dahin. Unglaublich. Leverkusen dreht das Spiel. Florian Wirtz mit dem 3-2. Und da ist sogar Peter Boss auf dem Spielfeld. Nach der so bitteren Pleite in letzter Minute gegen den FC Bayern München ist das hier Balsam für die Leverkusener Seele. Florian Wirtz zum 2-3. Das ist unglaublich ärgerlich für Eintracht Frankfurt. Sie wollten am Ende auf Sieg spielen und geben alles her. Das kann man ihnen vorwerfen, aber auch zugute halten. Unter dem Strich ist es eine Partie für Eintracht Frankfurt, die am Ende Kopfzerbrechen bereitet. Gutes Spiel gemacht gegen eine Top-Mannschaft und man steht mit leeren Händen da. Ganz kurz vor Schluss geht es hier mit 2-3 zu Ende. Auch einen Gästesieg haben wir in Bremen. Den haben wir. Union Berlin bringt das Ganze über die Ziellinie. Auf den anderen Plätzen ist ebenfalls Feierabend.
Und damit beenden wir diese Samstagskonferenz, die erste im Jahr 2021. Jetzt gibt es noch die Zusammenfassung und ansonsten bleiben Sie am Ball. Der SV Werder Bremen konnte sich mit einem wichtigen Sieg gegen den ersten FSV Mainz 05 Punkte abholen, die man da unten ganz genau benötigt. Man will am Ende irgendwo im gesicherten Tabellenmittelfeld stehen. Union Berlin kann momentan sogar fast nach höherem streben und es ging gut weiter. Marius Bülter in der 19. Minute mit dem 0:1. Bremen wagte sich etwas raus. Das wurde hier dann wirklich tödlich gemacht von Marius Bülter, der sich gegen Groß durchsetzt. Ansonsten war das hier am Samstagnachmittag kein Blockbuster, der uns hier präsentiert wurde. Union Berlin mit guter Defensive, Bremen mit einfallsloser Offensive. Hier ein Sinnbild, Chance zwar mit dem nicht so schlechten Ball zu Sargent, der startet aber zu früh, beziehungsweise die Abseitsfalle greift bei den Eisernen. So ging es dann mit 1:0 zu Ende. Kein Torspektakel, kein Fußballspektakel. Union Berlin hat das bekommen, was sie wollten. Und das sind die 3 Punkte in Bremen. In Bielefeld ging man sehr versöhnlich aus dem Jahr 2020 mit dem Sieg über den FC Schalke 04. Hier gegen Gladbach hielt man sehr gut mit, aber auch Borussia mit starken Möglichkeiten. Die erste hier von Hermann vorbereitet. Christoph Kramer muss es hier in der 5. Minute dann eigentlich schon machen. Da muss es 0:1 stehen. Kurz danach eine Riesenchance für Fabian Klos zum Führungstreffer. Wiederum für die Arminia, aber Borussia Mönchengladbach auch stark in Szene mit Neuhaus, Stindl, quergelegt zu Embolo und der kullert irgendwie über die Linie in der 40. Minute. Krummes Ding, da sieht Stefan Ortega gar kein Land, kann da nichts machen, gegen Gesetz der Laufrichtung. Zweiter Durchgang, Bielefeld auch mit vielen Chancen, auch Gladbach, aber Gladbach verpasst es, die Entscheidung zu erzielen, deswegen hier mal eine Szene mit Manuel Prietl, Cordova. Doch der deutsche Sportclub schaffte es einfach nicht, den Ball über die Linie oder an Jan Sommer vorbeizubekommen. So endete auch dieses Spiel mit 0:1, wo die Gäste das Soll erfüllen. Bielefeld konnte spielerisch hier durchaus drauf aufbauen, aber am Ende mit 0 Punkten wird man nicht zufrieden sein. Beim 1. FC Köln hat man sich mit dem 0:0 in Leipzig sehr viel Selbstvertrauen geholt. Jetzt wollte man gegen den FC Augsburg spielerisch mehr bieten können. Aber die Fuggerstädter, sie waren hier von zwei mittelmäßigen Mannschaften. Die noch etwas bessere hier, Florian Niederlechner in der 28. Spielminute. Aber wirklich brachial toll wurde das hier zu keinem Zeitpunkt in der Partie. Das hier ist eben auch ein Schuss, der sehr weit vorbeigeht, aber schon zu den größten Highlights des Tages zählte. Eine weitere Situation in der Offensive vom FCA nochmal mit Finn Bogason und da muss Timo Horn sogar einmal eingreifen. Das war mal eine Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Vom 1. FC Köln kam über die 90 Minuten nach vorne viel zu wenig. Man hat sich zwar mit diesem 0:0 hier den nächsten Punkt eingeheimst, man kommt aber auch nicht so richtig von der Stelle, um sich von da unten abzusetzen. Für den FC Augsburg ist das 0:0 wohl okay. Frankfurt konnte mit dem Dreier in Augsburg auch entspannte und sinnliche Weihnachten verbringen. Hier gegen Leverkusen ging es auch stark los mit Jibril Sow in der 5. Spielminute. Bayer 04 Leverkusen schien noch etwas das 1:2 gegen den FC Bayern München in den Knochen zu haben, wo man kurz vor Schluss ganz bitter verlor. Bittere Fehler von Tah und jetzt bitterer Fehler von Kevin Trapp, der da rauskommt. Bailey Nutznießer, Sinkgrafen kratzt den Ball noch von der Strafraumlinie, Grundlinie weg und Bailey schmeißt sich da rein, setzt sich da irgendwie gegen Hinteregger durch, 1:1 also. Doch der Gastgeber macht den zweiten Durchgang auch nach vorne, wieder viel Spaß mit Philipp Kostic in der 61. Minute, Koa toller Lupfer da und Lukas Radetzky war
geschlagen. Zum zweiten Mal. Leverkusen braucht aber nicht lange, um sich davon zu erholen. Schick hier im 1 gegen 2 setzt er sich gut durch. Hasebe und Chor. Diesmal sehen sie ganz übel aus. 2 zu 2, der erneute Ausgleichstreffer für Bayer 04. Und in der Endphase ging dann nach vorne, nach hinten für alle nochmal was. Hier aber Schick, der sich durchsetzen kann. Und Florian Wirtz, der den entscheidenden Treffer auf dem Fuß hat. 4. Minute der Nachspielzeit. Versöhnung für die späte Niederlage gegen den FC Bayern München. Hier tritt sie ein. 3 zu 2 gewinnt Bayer 04 Leverkusen gegen Frankfurter, die ein tolles Spiel absolvierten, aber mit hängenden Köpfen den Platz verlassen müssen. Hoffenheim und Freiburg finden sich im Tabellenmittelfeld wieder. Freiburg sogar noch etwas weiter oben. Die Sinsheimer wollen gerne zumindest in die erste Tabellenhälfte. Da ist ein Sieg heute gegen Freiburg gar nicht so von schlechten Eltern. Und dieser Beginn, er hatte es auch in sich. 9. Minute, Ishak Belfodil bringt Hoffenheim auch in Führung. Florian Müller das erste Mal geschlagen. Der SC Freiburg nach dem starken Sieg gegen die Hertha vor der Winterpause wollte man hier auch wieder in Sachen Effizienz glänzen. Viel kam sie nicht nach vorne, aber jetzt hatten sie eben wieder diese Effizienz, diese Effektivität. Roland Salay mit dem 1:1, bei dem Ungar läuft momentan sowieso ganz gut. Hier bringt er den Ball vorbei an Oliver Baumann. Zweiter Durchgang, Hoffenheim war schon die bessere Mannschaft, hatte auch mehr Möglichkeiten. Robert Sko, Andrej Kramaric, 2:1. Keine 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Der Kroate mit dem Führungstor. Auch hier wieder Florian Müller, der das Nachsehen hat. Hoffenheim spielt sich jetzt mittlerweile in einen Rausch. Florian Grillitsch zurückgespielt. Rudi verteilt den Ball zu Sagis Adamian. Der mit dem 3:1 und der Vorentscheidung in dieser Partie. Davon konnte sich der SC Freiburg nicht mehr erholen. Wichtige 3 Punkte für Hoffenheim. Freiburg verliert und das auch vollkommen mit 3:1 in der Höhe verdient. Bei der Hertha läuft es überhaupt nicht. Der FC Schalke 04 möchte jetzt mit dem letzten Strohhalm, dem Trainerwechsel vor der Rückrunde in Anführungszeichen, die letzten Register ziehen. Die Hertha hier aber eigentlich auch zu einem Sieg verdammt. Ansonsten wird man da wohl von unten lange Zeit nicht gut wegkommen. Aber es ging auch nicht schlecht los. Das konnte man sagen. Die Hertha machte das hier ganz gut. Hertha gegen Schalke klingt aber auf der anderen Seite auch ein bisschen so wie 0:0 und Samstagabend Langeweile. Aber die Hertha, sie tat etwas fürs Spiel nach vorne. Christoph Piontek abermals zu Darida. 1:0 für Hertha. Vollkommen verdient. Der FC Schalke 04. Da kann man jetzt auch nicht von jetzt auf gleich die ganz große Wandlung erwarten. Aber es war lange Zeit zu wenig. Stambouli jetzt mal mit einem guten Ball zu Mendil. Der mit der Direktabnahme aber nur knapp rechts vorbeizielt. Wir haben ihn auch eben gesehen. Marc Uth war wieder dabei, konnte mitwirken. Nach seiner schweren Kopfverletzung ist er wieder dabei. Und das ist eine ganz wichtige Nachricht. Und der kann Schalke sich auch leiten, hatte er ja hier in der ersten Halbzeit schon gezeigt. Aber es ging trotzdem mit der 1:0-Führung für die Hertha in die Pause. Dann aber Schöpf mit dem Ballgewinn gegen Maximilian Mittelstädt. Schöpf nicht unbedingt ein Flügelflitzer, aber er hat so viel Platz und so viel Zeit und legt den dann mittelmäßig bis katastrophal schlecht quer. Klar, wenn der durchkommt, dann ist das der sichere Ausgleich. Aber schießt doch selbst. Es fehlt auch ein Stück an Selbstvertrauen. Das ist komplett nachvollziehbar zu sehen, aber kann einem eben auch dann wichtige Punkte kosten. Benito Rahman, zumindest im DFB-Pokal, konnte man ja dann mal überzeugend in die nächste Runde einziehen. Und Schipka, Marc Uth mit dem Fallrückzieher-Versuch. Er machte hier wirklich Hoffnung den Schalkern, wenngleich es noch nicht zum Ausgleich reichen sollte. Aber der FC Schalke, er glaubte bis zum Schluss dran. Weniger als 10 Minuten noch auf der Uhr. Noch einmal Königsblau mit Benito Rahman zu Marc Uth, der aber wieder scheitert. Jetzt auch noch Alexander Schwolo, der was dagegen hat.
Schalke hätte sich mindestens den Ausgleich verdient gehabt, aber sie kamen nicht mehr zum Tor. Trotzdem, an diese zweite Hälfte sollte man anknüpfen und dann ist vielleicht mit einem Riesenwunder, mit einer tollen Aufholjagd noch mehr möglich. Die Hertha, sie kann tatsächlich noch gewinnen und macht das hier mit 1:0. Diese beiden Mannschaften können einen durchaus begeistern. Bei Leipzig ist es keine große Überraschung, dass das so konstant läuft, der VfB Stuttgart. Aber mittlerweile muss man ihn wirklich auf dem Zettel haben. Das wissen alle und trotzdem kann Leipzig das hier nicht gut verteidigen gegen Nicolas Gonzalez, der hier das 1:0 für den VfB erzielt. Frühe Führung für die Schwabenelf und sie machten gut weiter. Pellegrino Materazzo hatte seine Mannschaft hier perfekt eingestellt. Silas mit dem 2:0. Da weiß man gar nicht, wer der größte Shootingstar aktuell ist beim VfB. Silas, Gonzalez, Endo, Koulibaly. Man kann wirklich fast alle aufzählen. Man darf da eigentlich keinen außen vor lassen. Jetzt aber Haidara mit diesem tödlichen Pass zu Yusuf Paulsen. Und der bleibt eiskalt. 2:1 plötzlich nur noch in der 45. Minute. Da war der VfB schon mit dem Kopf in der Kabine. Das hätten sie besser sein gelassen. So steht es dann eben nach einer guten ersten Halbzeit. Nur 2:1 für den VfB. Und RB Leipzig war wieder voll im Spiel. Die nach dem 0:0 gegen Köln hier unbedingt gewinnen mussten, um an der Tabellenführung dran zu bleiben. Und sie taten ihr Bestes. Kevin Campbell in der 70. Minute mit dem 2:2. Das Momentum jetzt auf Seiten von RB Leipzig. Aber der VfB Stuttgart, auch er hat Comebacker-Qualitäten, das gegen Union Berlin unter anderem gezeigt. Gonzalez hier lange in Ballbesitz. Dann der Pass zu Daniel Didavi. 78. Minute, 3:2 für den VfB Stuttgart. Vorbei an Gulaschi, hinein ins Glück und das war der Sieg für den VfB. Es endet mit 3:2. Ein wunderbares Samstagabendspiel, das eigentlich kein Verlierer verdient gehabt hätte, aber Stuttgart vielleicht den Ticken auch besser war. Sonntagnachmittag, Duell zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg. Laut Dortmund kann es hier eigentlich nur einen Sieger geben. Das ist schwarz-gelb und so spielten sie dann hier von Beginn auch. Sie hatten wieder eine gewisse Selbstverständnis. Erste Möglichkeit Marco Reus und man fragte sich ja, woher kam das denn eigentlich? Gegen Union Berlin hatte man ja verloren und so richtig überzeugend war der Sieg in Braunschweig auch nicht. Aber da ist man im DFB-Pokal eben einfach weitergekommen und dann ist es egal, wie man da auch spielt. Es war super souverän hier gegen den VfL Wolfsburg. Konnte man dann spielerisch wieder überzeugen und Marco Reus, von dem man auch manchmal nicht weiß, warum hat er solche Hoch- und Tiefphasen. Klar, Verletzung spielt da sicherlich eine Rolle. Heute machte er wirklich ein tolles Spiel, er mit der Führung. Und dann treibt er hier das Ganze auch wieder an. Über 20 Minuten gespielt, Moray quer zu Meunier, beziehungsweise weit vorne rein zu Meunier. Der dann quer auf Emre Can, das hier ein toller Pass von Moray. Super Übersicht von Meunier, der diesen Ball super reinbringt. Und das ist das, was man eigentlich beim BVB sehen will. Den Ball auf die Grundlinie bringen und dann quergelegt. Dann muss eigentlich nur noch einer den Fuß hinhalten. Hier diesmal ist es Emre Can, normalerweise früher vor allem Aubameyang dafür bekannt gewesen. Hier war es aber dann in der zweiten Halbzeit eine defensive Unsicherheit. Eine ungenügende Abwehrleistung, da war man sich vielleicht mit dem 2:0 schon etwas zu sicher. Es war nämlich alles sehr souverän, der VfL Wolfsburg hatte kaum bis gar nichts dagegen zu setzen, bis dahin ja nur einmal verloren gehabt in der Saison. Jetzt drohte die zweite Niederlage der BVB, nämlich stabilisierte sich das 2:1 ein wenig, ein Aufwecker in der Schlussphase, dann Emre Can mit der Entscheidung, Doppelpack in der 90. Minute macht er das Ding fertig, 3:1 für den BVB. So kann das Fußballjahr 2021 für Schwarz-Gelb starten und der VfL Wolfsburg, er startet mit einer enttäuschenden Niederlage. Der FC Bayern München spielt wohl eine seiner schwersten Saisons und jetzt war man trotzdem wieder Tabellenerster mit 30 Punkten nach 13 Spielen gegen den ersten FSV Mainz. War es aber nicht ganz so schwer wie gegen Leverkusen.
Ja, viel wird beim ersten FSV momentan umgeworfen, aber man hat da nicht plötzlich eine komplett andere und mit Selbstvertrauen bestückte Mannschaft auf dem Feld. Und der FC Bayern München, er spielt mittlerweile wieder mit diesem Selbstverständnis, egal wie schlecht es läuft. Sie werden am Ende gewinnen und heute haben sie auch gut gespielt am Sonntagabend. Thomas Müller in der 12. Minute bereits mit dem 2:0. Der erste FSV Mainz 05, er drohte jetzt hier schon in der Frühphase komplett auseinanderzufallen. Mittlerweile haben sie sich immerhin über eine halbe Stunde gerettet mit gerade mal 2 Gegentoren. Anführungszeichen natürlich gerade mal. Das ist alles Schadensbegrenzung. Nach vorne ging wirklich nichts. Tolisso scheitert noch. Aber Thomas Müller steht am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. 35. Minute, das 3:0 in der ersten Halbzeit. Schon die Vorentscheidung. So viel kann man sagen. Ging dann in die Pause damit. Thomas Müller mit 2 Treffern wieder mal im Mittelpunkt des Geschehens. Der zweite Durchgang hatte dann nicht mehr so viel zu bieten. Schon über 75 Minuten gespielt. Das trudelte aus. Man wollte Kräfte sparen auf Seiten des FC Bayern München. Das muss man eben auch. Müller hier mit dem Ball zu Coman. Zentner dann, der sich reinschmeißt. Coman stand aber auch im Abseits, werden wir in der Wiederholung sehen. Auch relativ deutlich. 1,5 bis 2 Meter sind das da Minimum. Auf der anderen Seite dann immerhin mal eine Abschlussmöglichkeit für Mainz. Die erste gute Parade von Neuer und es ging nochmal nach vorne. Boetius! Manuel Neuer wirklich lange da hinten am Auskühlen, muss man ja sagen. Er hat dann ja seine Methoden, sich da warm zu halten. Boetius, das ist ein sehenswerter Schuss, hätte auch vielleicht den Treffer verdient gehabt, aber Neuer ist schnell genug auf dem Boden, hatte lange Zeit den Ball zu sehen und ging dann runter. Der anschließende Eckstoß brachte nichts. Der FC Bayern München aber kam nochmal und holte mit relativ wenig Aufwand einen saftigen 4:0-Sieg zum Auftakt ins Fußballjahr 2021. Tolisso mit dem 4:0. Eine ganz glatte Sache war das hier gegen den ersten FSV Mainz 05, der bis auf wenige Ausnahmen relativ wenig Konkurrenz darstellte. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingekommen. Ich wünsche euch ja wunderbare Zeit, ein wunderbares Jahr 2021. Bleibt auf jeden Fall gesund, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Adios und tschüss.